Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir werden jetzt noch weiter ernten. Da wir jetzt dunkel sind, machen wir Licht an und bin schlecht zu sehen. So, wird besser. Ja. Wir sind bei Ernten Raps und wir ernten Gerste. Dazu werden wir jetzt mal gleich zum Überladewagen springen. Bei Raps gab es ein paar Problemchen, weil er sich im Crossplay die Leerfahrten nicht drin sind irgendwie. Aber jetzt geht's. Jetzt müsste normalerweise gehen. Aber wir müssen eine Ecke nacharbeiten. Wir sind noch weit weg. Aber wir können jetzt beruhigt zum nächsten Ding gehen. Der Raps ist auch voll. Der Raps ist auch voll, wollen wir doch warten. Bis der leer ist. Wir müssen den Filter einstellen, anders, aber man nicht auch sehen kann. Aber jetzt geht die anders. Hauptsache die fahren sie nicht so vorbei, dass es Kollision kommt. Schauen wir mal. Ah, das Schlimmste, die sind garantiert. Ja, gut. Der nächste ist leer und da kommen wir nicht ran. Ach nee, das ist doof. Dann müssen wir eine Frucht reinfahren. Aber der fährt nur, oder? Oder täuscht? Der fährt nur aktuell. Ja, der hätte einer von den beiden machen müssen normalerweise. Und das arbeitet ja noch hinterher nach. Bin ja gespannt, dass hier entsprechend so funktioniert. Ich fahre rein, ist egal. Aber der fährt noch. Den Augenblick fährt er zurück und will rechts ausscheren. Das Hauptproblem ist, das ist dermaßen ungünstig. Ich überlege gerade, ob ich erst den anderen fahren lasse. Wir haben gleich ein bisschen Gas geben. Und ausbremsen. Mittlerweile haben wir schon wieder kurz vor 8. Wahnsinn. Ich wollte gerne die beiden Felder abschließen und dann aufhören für heute. Kriegen wir nicht alles rein, glaube ich nicht. Also da geht's wohl kaputt. Nee, anders. Aber wir fahren da hier vorne weiter. Schauglas hier. Plexiglas, also ähnliches.
Oh, mein Ton geht nicht. Wieso geht mein Ton nicht? Ich bin nicht zu hören. Pause. So, geht weiter. Ich habe leider den Ton wieder hinkriegt. Keine Ahnung, warum er ausgefallen ist. Jedenfalls, Lenkung geht jetzt nicht. War mir eh klar. Musste kurz bei OBS nachschauen. Ich weiß gelaufen, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Darf kein Anfang. So, funktioniert. Jetzt muss ich da rauskommen. Mit. Ja, gut Deutsch. Da ist er. Da ist ja noch nicht leer, war mir klar. Müssen wir kurz die Ehrenrunde fahren. Ich denke mal, Gerst kriegen wir früher geerntet wie Raps. Damit es versteht. Also wenn wir doch auf 6 Tage gehen müssen, immer so, dann haben wir weniger Stress. Hätte jeder AK ein, ja, ein Drescher. Dann wäre es leichter. So, wenn wir ganz kurz Lenkung. Das muss ich entschuldigen, aber Lenkung muss sein. Weil die Lenkung, wenn die nicht geht, beziehungsweise zu schwer ist, also kein Widerstand, das fährt sich nicht gut. Ich weiß gar nicht, wieso mein Ton vorne ging. Ich hoffe, das war nicht so lange gewesen. Ja, das geht noch nicht. Zweiten Mal. Geht meistens. Mal gucken, gucken. Ja, immer ein bisschen warten, das ist immer so blöd, wenn er ein bisschen länger braucht als gedacht. So, Lenkung geht. Das ist mir ganz wichtig, ohne Lenkung ist mir blöd. Und hier wird es auch wieder bloß ganz, ganz. Ich weiß gar nicht wieso, das hat aber letztes Mal gut geklappt bei Soja. Da müssen wir doch die andere Reihenfolge nehmen, ne? Dann geht das. Das erste in der Mitte rechts beginnt und dann links. Dazu müsste ich jetzt mal überlegen. Runde. Machen wir bereits gleich. Dann ist es ausgeschlossen. Dann müssen wir den im Prinzip stoppen und den anderen vorausfahren lassen. Jetzt ziehen wir mal gleich wegnehmen von da vorne.
dann kann der andere entsprechend da vorbeirauschen. Wir müssen jetzt aber durch die Frucht durchfahren, aber ist egal. Wir müssen ziemlich schnell sein. Zur Schusslinie gehen müssen wir. Das andere kann man dann mit Zeit lassen. Wir müssen wieder X nehmen. Dazu haben wir gleich wieder aktiviert X. Diese Baumenwege, das ist doch gar nicht. So, jetzt schon wieder. Dass wir an einem entsprechenden vorfahren und dann hier geht es eher besser. Da kann der andere nicht entsprechend eine Bahn weiter links anfangen oder rechts. Weil die ist ein bisschen günstiger, denke ich mal. Aber bei der Ausfahrt, ich glaube bei der Ausfahrt. Bäume sind doof. So, der fährt da. Ja. Bin ich das gedanklich richtig? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, denke ich mal. So, ja. Im Grunde nicht. Aber schauen wir gleich. Ob es jetzt das nächste Mal funktioniert. Ganz kurz mal den Kurs anzeigen lassen, also irgendeine Zeit. Und erste kommt nicht. Jetzt muss ich überlegen. Ne, das ist verkehrt. Links war auch schlecht, weil links. Weil Grund- und Seitentausch. Weil da fährt der andere nämlich rechts von der Bahn. Gegenüber. Kommt wieder entgegen. So, gute Frage jetzt. Der kommt jetzt da. Muss doch richtig sein jetzt. Müsste. Weil theoretisch müsste Anna jetzt den Kurs nehmen. Der fährt jetzt links. Gucken wir gleich reingucken. Gott, der Trick. Kursplay, der fährt links. Und der wird gleich. Wie voll? Der fährt rechts. Hier will ich springen, das ist ein Mist. Ansicht, nicht V, C. Ein bisschen mal eilen. Raps auch noch machen, Mensch, den Raps auch noch. So, dann müssen wir normalerweise jetzt warten, bis Anna vorbei ist. Oder weiterfahren kann. Dann müssen wir entsprechend den LKW losschicken.
Wird bald voll sein. Ups. Jetzt können wir hier nicht weg, weil jetzt sind die Brüder so total. Oder mal ganz kurz rüberspringen hier. Platz machen. Und dann das eben rumgefahren hat. Ja gut, das macht er immer so, ne? Das machen die immer so. Ist praktisch voll. Der hat gewartet, das ist gut. Schnell zum Abladen hinfahren. Und dann ja, Raps noch leer machen. Also wenn wir in Zukunft immer erst in der Mitte anfangen. Also behalte ich sowieso nicht, so lange hin. Bis zur nächsten Ernte. Wo wir eine kleine Felder kann man ja auch notfalls mit einfahren. So. Dann machen wir es so. Natürlich kommen wir dann jetzt nicht so ran. Wie wir wollen. Wäre anders gefahren, wäre besser gewesen. Wir fahren durch. Anders geht's nicht. Sie wollte dauert so lange. Der ist auch wieder voll. Ist halt so, ne? Kriegen wir jetzt geht. Ah, jetzt auch geht. Ton geht, ja. Also, ich hab auch nicht verstanden, wieso das ist. Also ein bisschen mehr nach rechts fahren. Wieder starten. Wo einfahren. Entschuldigung. Kein Problem. Hier neu hier. Na, das ist ja auch nicht schlecht. Habe ich auch nicht gesehen. Die Räder sind draußen, ne? Oder? Also eine Schlagseite. Die Räder passen nicht. Jetzt probieren wir. So, gehen wir in den LKW rein. Aber jetzt fast erledigt, Anführungszeichen. Im nächsten fangen wir nicht mehr an.
Ja, das war's voll. Wo sie geahnt haben. Ich glaube, der Abstand größer wäre besser. Dann nehmen wir den anderen gleich mit dem Kurs. Gibt's doch gar nicht, ne? Aber heute klappt das mit dem Verband nicht. Aber die Folge ist fast zu Ende. Naja, gut. Wunder, dass die verkehrte Richtung fahren. Wir müssen von vorne kommen. Machen wir gleich den anderen fertig. An der Ecke. Heißt halt in Zukunft, wir machen Zeichen. Nicht. Aber jetzt können wir auch mit dem Helfer fahren, zur Not. Komm, gib Gas. Wenn die mehr Vorsprung haben, ist es vielleicht besser. Oh, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut mal wieder rein. Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.